Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie man aus dem Markenregister mehr über Prominente erfahren kann, wie man zum Beispiel die echten Namen von Atze Schröder, von Calvin Hollywood oder anderen Prominenten erfahren kann. Und ich erkläre auch, welche Prominenten sich nicht markenrechtlich abgesichert haben und was das für diese Prominenten bedeuten könnte. Von welchen Prominenten würden Sie gerne den echten Namen erfahren? Gerne in die Kommentare und ich versuche darauf zu antworten. Fangen wir mit Calvin Hollywood an, der den bekannten Podcast Wer will, der kann rausbringt, der für mich sehr wertvoll ist. Der Podcast ist unter diesem Video verlinkt. Um es kurz zu machen, sein echter Name ist Markus Kohl. Das erfährt man super einfach aus dem Markenregister, das unter diesem Video genau zu dieser Marke verlinkt ist. Dort sehen Sie nämlich, dass eben der Markus Kohl die Marke Calvin Hollywood angemeldet hat, genau mit Adresse, Anschrift und so weiter. Machen wir mal mit Atze Schröder weiter. Atze Schröder ist gerichtlich gegen verschiedene Veröffentlichungen vorgegangen, weil diese seinen Klarnamen veröffentlicht hatten, obwohl er selbst seinen Klarnamen veröffentlicht hat, und zwar im Markenregister. Wenn man im Markenregister nach Atze Schröder sucht, und ich habe das Markenregister hier unter diesem Video auch natürlich verlinkt, dann kann man, wenn man ganz runter scrollt, unten im Markenregister den Volltextauszug aus dem Markenregister als PDF runterladen. Da steht dann PDF-Download und da kann man draufklicken. Und da sieht man dann nicht nur die aktuellen Registerangaben, da steht nämlich Atze Schröder, sondern auch die ganze Historie, also wer früher diese Marke mal ursprünglich angemeldet hat. Und da steht der Klarname, den ich natürlich nicht jetzt nenne, denn sonst würde Atze Schröder vielleicht auch gegen mich vorgehen. Aber es kann ja jeder für sich tun, einfach auf den Link klicken, der unter diesem Video verlinkt ist, dann ganz runter scrollen auf PDF-Download. Da sieht man dann die ganze Historie der Markenanmeldung und dort steht auch der Klarname von Atze Schröder, sogar mit Adresse. Selbst Wikipedia hat Angst, den Klarnamen zu veröffentlichen, obwohl er ihn selbst veröffentlicht hat. Weiter geht es mit Julian Bam. Julian Bam heißt bürgerlich Julian Budorowicz und ist mit seiner genauen Adresse in Aachen im Markenregister veröffentlicht, was ich natürlich auch unter diesem Video genau verlinkt habe. Die Marke war übrigens ursprünglich von Tube One Networks GmbH angemeldet worden. Bei dem bekannten YouTuber Gronkh ist es schon etwas schwieriger. Da steht im Markenregister nämlich nur seine Firma, die Playmassive GmbH. Wenn man dann aber im Unternehmensregister nach der Playmassive GmbH recherchiert, dann sieht man, dass der Geschäftsführer ein Erik Range in Köln ist. Im Unternehmensregister kann man dann sogar den genauen Geburtstag von Erik Range rausfinden. Große prominente YouTuber wie Crafttronics, Paluten, Concrafter oder Ape Crime Reloaded haben ihren Namen oder ihren Künstlernamen, ihre Marke gar nicht geschützt. Ist das jetzt ein Problem? Aus einer nicht eingetragenen Marke oder einer Geschäftsbezeichnung, so könnten Sie vielleicht die herleiten, die Rechte, vorzugehen, ist wesentlich aufwendiger, als aus einer eingetragenen Marke vorzugehen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, was ich hier unter diesem Video verlinkt habe. Oder einfach nach Warum brauche ich eine eingetragene Marke oder Rolf Klesen suchen, dann finden Sie dieses Video auch. Also es ist wesentlich aufwendiger, einfach ohne die eingetragene Marke gegen Wettbewerber vorzugehen oder gegen andere vorzugehen, eben die diesen Namen markenmäßig benutzen. Dann kann es natürlich, das ist ganz fies, passieren, dass ein Dritter diese Marken anmeldet und dann dem Star im Prinzip untersagen möchte, unter diesem Namen aufzutreten. Das kann passieren, man kann die Marke dann angreifen mit einem Löschungsantrag als bösgläubige Markenanmeldung. Eine Markenanmeldung ist immer dann bösgläubig, wenn sie mit dem einzigen Zweck angemeldet wurde, um eben dem eigentlichen Rechteinhaber, der eben eigentlich so heißt, Schaden zuzufügen. Das ist allerdings sehr schwer nachzuweisen und wenn der Markenanmelder eben selbst auch Produkte unter diesem Namen herausbringt, dann ist es eben nicht mehr rein in Behinderungsabsicht und dann wird es schon sehr schwer, diese Marke zu löschen. Was natürlich wahrscheinlich bei diesen bekannten YouTubern geht, ist unlauterer Wettbewerb, Rufausbeutung, also dass jemand eben diese Marke angemeldet hat, um eben den Ruf auszubeuten von diesem bekannten YouTuber. Damit würden diese bekannteren YouTuber vermutlich durchkommen. Unbekanntere YouTuber hätten da schon Schwierigkeiten. Also ich kann nur dazu raten, dass man, wenn man sich schon Künstlernamen ausdenkt,
diesen auch als Marke schützt, damit eben kein Dritter diese Marke anmeldet und einem dann eben die Benutzung dieser Marke verbietet. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was man aus dem Markenregister über Prominente alles herausfinden kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.